Schwarz, braun, blau. Die Farben meiner Mülltonne. Jeder Müll findet dort seine passende Tonne. Bananenschalen, alte Zeitungen oder das zerknüllte Schokoladenpapier. Die leeren Gurkengläser werfe ich in den Glascontainer. Den alten Schreibtisch vom Dachboden kommt in den Sperrmüll. Und die defekte Autobatterie gebe ich vorschriftsmäßig zur Schadstoffsammlung. Es gibt wohl kaum ein anderes Land, in dem die Mülltrennung so aufwendig wie bei uns geregelt ist. Und das hat seinen guten Grund. Wir wollen die Umwelt durch das Recycling schonen und für die Zukunft erhalten. Es geht um Nachhaltigkeit und einen achtsamen Umgang. Im Gegensatz dazu ist das mit einem anderen Müll schon schwieriger. Wie sieht das aus mit den Sorgen wegen der fälligen Ratenzahlung? Der morgendlichen Angst vor dem unberechenbaren Chef bei der Arbeit? Wohin gehe ich eigentlich mit meinen Fehlern, die ich gerne insgeheim verstecken würde? Und was ist mit dem Gefühl, dass mein Leben irgendwie gar keinen Sinn macht? Das alles würde ich manchmal am liebsten auch in eine Tonne kloppen und weg damit. Kopf frei bekommen, wieder durchatmen können, besser schlafen. Geht nur leider nicht so einfach. Und jetzt? Mir hilft reden. Mit meinem Mann oder einem Freund zum Beispiel. Einfach mal sagen, was Sache ist, ohne nachzudenken, ob das alles auch durchdacht ist. Reden macht frei. Und genauso wirkt bei mir das Beten. Ich überein, was in der Bibel steht, wo es heißt, all eure Sorge werft auf Gott. In Gebet werfe ich das, was mich hier und hier umtreibt, vor Gott hin. Und da sammeln sich neben meinem Dank auch einiges an Klagen und Sorgen. Ich nutze Gott fast so ein bisschen wie eine unsichtbare Müllabfuhr. Ganz ohne Anmeldung, bestimmte Abholtage und Müllgebühren entsorge ich mich. Beten macht frei. Es verändert mich und meinen Blick. Was muss ich aushalten lernen? Wo bin ich selber gefordert, etwas zu tun? Was kann ich abgeben? Skeptisch, ob das klappt? Probieren Sie es doch einfach und dann Gutes entsorgen. Amen. Thank you.
Wir beten. Gott, wir bitten dich für das Schwere, das wir tragen. Wir bitten dich für das Gute, dem wir begegnen. Und wir sagen dir das, was wir jetzt auf dem Herzen und in Gedanken tragen. Wir bitten dich, gib uns Kraft im Schweren, erhalte uns das Gute. Und zeig uns den Weg, den du für uns bestimmt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und er behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und lasse dich Gnade spüren. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne Gott dich und alle, die zu dir gehören, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. An dieser Stelle wieder ein paar Neuigkeiten aus unserer Kirchengemeinde. Am Montag fangen ja hier in Schleswig-Holstein die Schulsommerferien an. Urlaub findet für manche ganz anders statt. Unsere Sülfelder Kirche wirft sich passend dazu in ein anderes Gewand. Das Thema lautet diesmal Sommer, Urlaub in mir. Strandkorb, Gebirgserleben, Wasser, Flugzeug, das und anderes wird zu finden sein. Dazu wieder anregende Fragen, die Möglichkeit, Kerzen anzuzünden und sich zu verbinden mit Gott und mit sich selber. Wie immer ist die Kirche täglich von morgens bis abends geöffnet. Als Kollekte sammeln wir im Juli für das Segeberger Tierheim und für die Ausgaben der monatlichen Gestaltung unserer Kirche. Seelsorge unter Corona-Bedingungen ist momentan konzentriert auf telefonische und digitale Kontakte. Als Erwartung dazu gibt es während der Sommerferien noch zwei Angebote. Zum einen Ohr am Markt. Zwei Stühle mit Abstand stehen bei der Kirche. Auf dem einen sitze ich, der andere wartet auf Sie. Zeit zum Reden über Gott und Welt. Und das jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr und jeden Donnerstag von 10 bis um 12. Wer sitzt, ist dran. Pastor am Markt, also das Treffen mit Bierbank und Kaffee, findet aufgrund der Hygienevorgaben und Abstandsregelungen nicht statt. Die zweite Aktion findet jeden Sonntag ab 11 Uhr statt. Da gibt es dann für eine Stunde Sonntagsmusik. Ich sitze am Klavier vor der Kirche und mache Musik. Zum kurzen oder auch längeren Zuhören. Bei nasser Witterung finden beide Aktionen nicht statt. Die Bauarbeiten in unserer Sülfelder Kita schreiten voran. Gerade werden ja die neuen Außenanlagen gestaltet mit einer Bobbycar-Bahn und mehr Aktionsflächen. Die Erweiterungen an Gebäuden wie den Drumherum bieten dann in den 6 Elementargruppen und in 3 Krippengruppen Raum für 155 Kinder und rund 30 Mitarbeitende. Corona hat nicht nur Familien ganz schön gefordert, sondern auch unsere Kita-Leitung und das Kita-Team. Ich sage Danke für allen Einsatz und auch alles Verständnis. Gebaut wird auch bald in Grabau. In einem ersten Abschnitt wird die Außenanlage unserer dortigen Kapelle gestaltet. Dinge wie die alten Waschbetonplatten werden ersetzt, Stolperfallen beseitigt und auch die Beleuchtungsanlage erneuert.
Bei der Remise in Sülfeld sind die Ausschreibungen und erste Vergabebeschlüsse für den Erweiterungsbau hinter dem bestehenden Gebäude erfolgt. Wir hoffen, dass es hier Ende Juli dann losgehen kann. Zu unserer Kirchengemeinde gehören auch drei Friedhöfe. Ein in Graber bei der Kapelle, der Kirchhof rund um die Sülfelder Kirche und der große Friedhof am Neuen Weg hier. Dieser Friedhof ist mit rund 160 Linden umgeben. Diese müssen regelmäßig überprüft werden. Das ist nun erfolgt. Maßnahmen wie das Entfernen von Totholz oder auch vereinzelt Fällungen werden dann demnächst vorgenommen werden können. Aus gegebenen Anlass weise ich darauf hin, dass Hunde auf dem Friedhof sehr willkommen sind, jedoch nicht deren Hinterlassenschaften. Diese sollten bitte mit den Kotbeuteln aufgenommen werden und dann auch in den speziellen Kotmülleimern oder zu Hause entsorgt werden, aber bitte nicht in den Behältern auf dem Friedhof. Was die Gottesdienste anbelangt, haben wir uns im Kirchengemeinderat dafür entschieden, bis Ende August weiterhin keine regulären Sonntagsgottesdienste in unseren Kirchengebäuden zu feiern. Wir warten die weitere Entwicklung während der Sommerferien und danach ab. Mitte August beraten wir dann nochmals. Gottesdienste fallen jedoch nicht ganz aus. Sie werden ja weiterhin gefeiert, ob bei YouTube, durch gelebte Nächstenliebe oder ganz für sich in unserer geöffneten Kirche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Herrliches Wetter heute. Das wünsche ich Ihnen für die nächsten Tage. Viel Sonne, ob über Ihnen oder hier im Herzen. Auf jeden Fall wird uns wieder tolle Musik in die nächsten Tage geleiten. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund. Unser leuchtendes Band.
Unser leuchtendes Band.